Herzlich willkommen in meinem täglichen Finanzenergie am 5. August 2017. Worauf sollen wir heute achten? Wir sollen bescheiden sein. Es ist wichtig, kluge Handlungen überlegen, ganz genau, wo geben wir Geld aus und wo machen wir Gewinn. Wir sollten noch etwas überprüfen, auch die Verträge, bringt das Geld oder ist es besser zum Kündigen, weil das führt zum Verlust. Also es ist wichtig, da eine Klarheit zu bekommen und etwas genau anschauen oder noch überprüfen und auch mit etwas vergleichen. Die Gewerbe, was jetzt gerade Geld bringt, das ist die Gastronomie, die Freizeit, Sportaktivitäten, all diesen Bereich, wo die Menschen ihren Freizeit verbringen. In diesen Kreisen können wir auch neue Kontakte knüpfen und vielleicht sogar Kunden gewinnen. Es ist wichtig, dass wir etwas selbst bestimmen, auch die Termine, auch die Verträge, die Inhalt, die Verträge. Aber auch wichtig das Gleichgewicht. Was sollen wir erzählen, verraten und was sollen wir vielleicht zurückhalten? Weil es ist nicht klug, all unseren Plänen oder Ideen offenlegen und da brauchen wir die Feingefühl. Dann ist es auch wichtig zum Erkennen, es kehrt ein Kontakt oder eine Nachricht zurück und das bringt Geld. Oder das Geld kommt zurück. Und das war meine heutige Energie für Finanzen. Wenn jemand wissen möchte, wie das im eigenen Leben wirkt, natürlich, das können wir ganz individuell berechnen. Und das ist möglich, die Kontakte mit mir aufnehmen und diese individuelle Horoskop bestellen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.